Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ich bin heute in Seeheim bei Monika Rosenstatter. Große Freude, grüß dich, Monika. Hallo Georg, herzlich willkommen. Monika, uns, wir sind einige Jahre gemeinsame Reise seit 2017, Gerald Hütter, Kommunale Intelligenz, hast ein Lied auch selbst getextet und gespielt. Und da ist immer mehr Verbindung entstanden und auch ein Entdecken von dir, wenn ich das so sagen darf, ja, was da wirklich dahinter steht, bist zwischenzeitlich eine Mentorin von Bewusst gemeinsam leben. Wie würdest du so dieses 2020, diese Jetztzeit sehen? Ja, dieses 2020 ist für mich eine Brückenzeit, eine Schwellenzeit, einfach ein Jahr des Übergangs, wo viel Altes geht, alte Gewohnheiten, Gutes, Altes, Bekanntes, Vertrautes zerfällt wie Staub. Und im letzten Jahr, seit dem März, ist ganz viel von dem einfach gegangen, zerflossen zwischen den Fingern und hat nichts da können, irgendwo auch ein Jahr der Hilflosigkeit. Aber nichtsdestotrotz, wenn dann alles zerfällt, die Menschen werden ja dann plötzlich kreativ. Und jetzt ist es nur, man weiß, wenn was zu Ende geht, muss ich was Neues beginnen. Aber das Neue ist noch nicht da. Und jetzt ist das jetzt, wenn ich jetzt das Ende des Jahres betrachte, jetzt ist es ungefähr so wie ein Stillstand hinter einem Schleier. Man steht mitten auf der Brücke. Das Alte spürt man noch und man sagt so zerfallen und liegt hinter einem und rehrt noch die Tränen noch, vergisst es noch und das Neue sagt man auf der anderen Seite von der Brücke. Aber nicht klar, das ist verschwommen, das ist nur zu weit weg. Und jetzt dieser Schleier, hinter dem wir sitzen, der ist für viele beängstigend. Oder so, ich weiß nicht, Orientierungslosigkeit. Was kommt da auf uns zu, auf uns Menschen? Und da sage ich für mich, dieses Jahr 2020 jetzt, vor allem das Ende des Jahres, wo der Winter steht, Winter, Rückzugszeit, Weihnachtszeit, das ist die Zeit der Besinnung. Also ist jetzt gut, wenn man dieses Ende des 2020 Jahres nimmt, sich besinnt und sagt, okay, ich nehme diesen Schleier der Ungewissheit, der Orientierungslosigkeit, des Nichtwissens, wo stehen wir jetzt, an, nehme dieses Schutzraum und erkenne mich selber, bild was Neues und so fällt die Angst weg, was in dem 2020 um sich schlägt, weil Ungewissheit und nicht wissen, was kommt oder was ist, macht Angst. Und diesen Schleier der Ungewissheit eigentlich als Schutzkokon nutzen und als Schutzhülle wie ein Bauchraum, in dem das Neue jetzt geboren werden darf. Das ist für mich 2020, kurz gesagt. Im Wort Besinnung steckt ja der Sinn drinnen. Ist das vielleicht der Punkt, dass ich sage, macht das Sinn, was ich gerade tue, oder kann man da eine Verbindung herstellen? Ja, das war für mich heuer ein sehr essentielles Thema und das habe ich oft Menschen auf dem Weg mitgegeben, die mit Fragen zu mir gekommen sind. Da habe ich oft schon im März dann schon gesagt, überleg dir einfach in diesem Jahr, was macht wirklich nur Sinn für dich, was macht keinen Sinn mehr für dich. Und für das ist dieses Jahr 2020 da, weil was keinen Sinn mehr macht, nicht mehr für einen selber, nicht mehr für das große Ganze, nicht mehr zum Wohle der ganzen Menschheit, geht. Es fällt durch, das eine fällt durchs Sieb, das was noch Sinn macht und das was keinen Sinn macht, bleibt im Sieb hinten und die Spreu wird vom Weizen getrennt. Und das sollte jeder zuerst für sich im Kleinen machen, was macht Sinn für mich, ist ja auch die Sinnfrage, so wie wir jetzt im Tierkreis sind, der Schütze, was macht wirklich Sinn? Wieder die Winterszeit, da besinnt man sich auf die Essenz und was ist wirklich, was macht auch Sinn und ist dieser Sinn dann eine Basis, worauf man das Neue aufbauen kann, die was dann auch herholt. Ja,
jetzt ist das Neue noch nicht da, ist ein gewisser Schleier, wie du sagst. Mhm. Und was wir so mitkriegen ist, dass schon viele sagen, ja, die Krise überwinden wir und es geht dann wieder zurück und es wird schon wieder irgendwie so eine Selbstermutigung. Siehst du auch zurück oder das Alte irgendwo noch? Da habe ich jetzt direkt schmunzeln müssen bei zurück. Ja, zurück gibt es nicht mehr, weil ein gutes altes Sprichwort sagt, wer in der Vergangenheit lebt, wird depressiv. Wer in der Zukunft lebt, wird ängstlich. Es gibt nur, was ist jetzt. Für mich ist immer, was ist jetzt. Natürlich kann man viel visionieren und für sich im Geist, aber das sind zwei Paar Schuhe. Man kann was, man kann sich viel fürchten oder man kann viel visionieren, aber das Visionieren im Jetzt ist für mich wichtig. Mhm. Genau. Und die Lebenssinnfrage, jetzt geht es ja bei vielen um Geld verdienen, um Wirtschaft, Betriebe zerbrechen. Wie kann jetzt jemand, oder wie machst du das im Coaching, so den Weg finden? Was wäre mein Potenzial oder was wäre das Neue, das nun sichtbar ist? Wie kann ich mich da jetzt ermutigend in dem Sinne auf das Neue ausrichten? Das ist oft ganz spannend. Jetzt zerfällt bei vielen Menschen, wie du sagst, die Basis, das Essentielle, der Arbeitsplatz fällt weg, Geld fällt weg. Und teilweise oder zu fast 90% sagen die Menschen dann alle, wir kommen dann im Coaching wirklich drauf, jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer wollte. Sie kommen zu dem, was sie immer wollten. Und wenn es dann wirklich, wenn du das ermutigst und wenn du das ausschaffst, dann kommen sie wirklich zu dem, was sie wollten und dann braucht es einen Mutgeber, die sagen, ja. Und da habe ich heuer wirklich viel erlebt, die gesagt haben, ja, jetzt ist die Chance, dass ich das tue, was ich immer tun wollte. Und da heißt es dann kreativ sein. Du hast jetzt im Hintergrund nicht Couch sitzen und warten, was passiert, sondern jetzt pack ich es an. Und da wirklich dieses Wort Menschlichkeit, jetzt wie wirklich Mensch, jetzt, ich sage, gib nicht auf, sondern sieh deine Aufgabe. Okay, ich stecke da das Wort drinnen, aber in einer ganz anderen Verbindung. Ja. Also die Essenz von 2020 ist für mich, ändere die Sichtweise und handle danach. Mhm. Das ist ja für Menschen eine große Herausforderung, neue Tür aufzumachen, in neue Dinge zu gehen. Wieso klammern wir? Wieso haben wir gern so dieses gewohnte Alte und lassen uns auf das Neue so schwer ein? Ja, weil das Verlassen der Komfortzone erfordert. Das ist einfach das Verlassen der Komfortzone. Und weil es schmerzhaft ist, wenn das Alte zerfällt. Weil man dran hängt, weil wir Menschen sind und weil die Abschiede einfach auch schmerzhaft sind und weil es unglaublich viel Kraft erfordert, was Neues zu beginnen. Wir wissen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, erfordert das Kraft. Da geht das Leben im Bauch der Mutter zu Ende und es braucht eine immense Transformationskraft, dass das Kind rauskommt und dann plötzlich auf dieser Erde ist. Und so, genau nach dem Bild, Kind gebären, würde ich es echt jedem Menschen empfehlen, gebär dich selber. Wohlstand, wo wir sagen, wir haben so viel Wohlstand, ist das vielleicht zu kurz gegriffen? Ist das vielleicht nicht nur der materielle Wohlstand, sondern ist das wesentlich mehr, dass ich sage, ja, wow, das ist Leben? Wohlstand hängt sicher mit Sicherheit zusammen, mit Schutz. Und wenn man so neu geboren ist und wenn das Alte zu Ende ist, man steht ja wie nackt da. Ich meine, die ganze Menschheit steht teilweise wie nackt da, ungeschützt, weil wie damals. Und wenn das neue Baby da auf die Welt kommt, das ist so ungeschützt, da ist es ein Wohlstand, wenn ein Nest da ist, wenn eine Mutter, ein Vater da ist. Und dieses Nest, jetzt müssen wir neu aufbauen. Und unser Wohlstand, ja, der zerbricht halt gerade bei vielen. Und damit die Sicherheit, damit der Schutz, die Abgrenzung. Und das sind sicher Themen, Schutz, Abgrenzung, Sicherheit, die Menschen momentan enorm herausfordern. Wobei wir ja im Grunde gesegnet sind, weil in unseren Breiten wir überleben, werden wir immer verhungern, werden wir nicht verduschen, genau. Werden wir nicht. Das heißt, das Essentielle haben wir ja, aber es gibt schon, glaube ich, viel zu hinterfragen oder vielleicht auch so eine tiefere Lebenssinnfrage herzustellen, oder? Ja, also es ist wirklich, plötzlich werden ganz andere Dinge wertvoll wie vor 3 Jahren. Plötzlich merkt man, puh, wenn ich nicht mehr aus dem Haus darf, eigentlich ist die Familie wertvoll, eigentlich ist der Herd wertvoll, an dem ich kochen kann, der Garten, wo ich mein Gemüse ernte, wo ich die Kräuter ernte. Das Wissen ist vielleicht plötzlich wertvoll, das ich mir angeeignet habe, das Wissen um die Natur, das Wissen, wie überlebe ich zum Beispiel mit wenig, oder das Wissen, was nährt mich wirklich.
Und da waren wir wieder bei dem, was macht Sinn? Lasst mich das, was Sinn macht, überleben und auch in der Krise durchkommen. Und was brauche ich nicht zum Durchkommen durch diesen Geburtskanal? Mhm. Und da gibt es massenhaft Dinge, die wir nicht brauchen, aber essentielle Dinge, die wir brauchen. Wärme, oft Menschen, die alles zerfällt, die brauchen einfach ein Ohr, das ihnen zuhört. Die brauchen einen Menschen, der sagt, Mut, das ist alles gehört zum Thema Menschlichkeit. Mhm. Das sind Werte. Mhm. Unsere Initiative nennt sich ja Bewusst gemeinsam leben, wo du als Mentorin wirkst. Und dieses bewusst gemeinsame Leben, wie kann man das jetzt vielleicht definieren oder was verstehst du unter diesen drei Wörtern? Wie können die jetzt in einem Wir, in einem Miteinander, in eine gute Zukunft verwendet werden? Was verbindest du mit bewusst gemeinsam leben? Mit bewusst verbinde ich als Mensch jetzt. Und ich bin sehr dafür, dass die Menschen sehr menschlich werden, oder nur menschlicher. Wir tun viele Dinge im Alltag, die sehr oberflächlich sind. Wir rennen einkaufen, wir fahren in der Gegend um, wir tun Dinge vielleicht unbewusst. Und das verbinde ich mit dem Wort bewusst. Und da geht es auch wieder um einen Sinn. Bewusst. Was mache ich jetzt? Bewusste Handlungen. Und da merkt man, wenn ich etwas bewusst tue, dann braucht es auch mehr Zeit. Und dann werde ich plötzlich weniger machen, aber das mache ich dafür bewusst. So, gemeinsam. Gemeinsam ist für mich dann das, ich mache es nicht nur für mich, weil wenn ich bewusst zum Beispiel einkaufe, dann mache ich es zum Wohle aller und zum Wohle der Umwelt. Und Leben ist das, was dann aus bewusst gemeinsam entsteht. Nämlich ich handle bewusst, ich tue es für mich und zum Wohle aller und das ist Leben. Mhm. Bewusst gemeinsam leben. Schön. Und die Ökonomie ist ja ganz ein wichtiger Teil, die wird anders sein, da wird es andere Bedürfnisse geben. Und wir haben das Ökonomie der Menschlichkeit genannt, also wirklich, dass wir eine kooperative, eine wirkliche Wirtschaft haben, wo es mehr als nur um den monetären Ertrag geht. Was ist für dich das, Ökonomie der Menschlichkeit? Was verbindest du mit diesen Worten? Für mich ist es, wenn ich jetzt meine Aufgabe, meine Mission, meine Vision, meine Botschaft betrachte, ist es sehr wohl ko-kreatives Arbeiten, vernetzen, Zaumhelfen, wie man so schön sagt in einem Dorf, und wirklich jeder tut das, was er kann, aber schaut auch immer, ich muss nicht alles allein tun und nicht mehr diese Konkurrenzgeschichten, sondern wirklich gemeinsam vernetzen, werkeln, tun. Und eins geht ins andere über. Das ist für mich eigentlich die Essenz. Und nicht glauben, die Wirtschaft so, von der Wiege zur Ware, Cradle to Cradle oder Life Cycle Assessment, das sind ja diese Wörter momentan, die ganz aktuell sind, einfach wieder den Kreislauf in die Wirtschaft einbringen, wo man sagt, wirklich nichts geht verloren an Energie. Es entsteht kein Müll mehr. Das ist für mich auch Ökonomie. Es wird bewusst gehandelt, zum Wohle des Ganzen und da dieses Kreis, Lebenskreislaufes sich wieder gewahrt zu werden. Opfer frei wirtschaften. Wir entdecken gerade auch in einem Projekt, dass ja 50% Wald ist in Österreich und der Kreislauf dessen ja auch ganz wesentlich ist. Das heißt, entnehme den Wald jetzt was, verwende das Produkt und das im österreichischen Kreislauf hat ja das viel mehr Wertschöpfung und auch Wertschätzung, als wenn das irgendwo weltweit exportiert oder importiert in dem Sinn wird. Und das, glaube ich, ist auch eine Bewusstseinsbildung im Grunde, dass ich wieder verstehe, wie funktioniert der Kreislauf, oder? Das ist definitiv, muss ich jetzt sogar schmunzeln, ich habe heute Vormittag noch geschrieben, ich schreibe ja sehr viel, nämlich über den Kreislauf im Wald. Habe ich sogar geschrieben, aber natürlich aus meiner Sicht der Dinge, was kann der Wald mir zum Thema Kreislauf lernen? Indem, dass ich im Laufe des Jahres dauernd mich im Wald bewege, das ist natürlich auch für die Kinder in der Schule, wäre das sehr wichtig, wäre ein wichtiges Schulfach, Beobachten der Natur im Kreislauf und das zu erkennen, was kriege ich zu der Jahreszeit vom Wald, was kann ich wieder zurückgeben, dem Wald kann ich nicht viel zurückgeben, außer das achtsame Tun. Jetzt sind wir in einer sehr gespaltenen Zeit. Du hast ja gesagt, oberflächlich betrachtet man
Wie kann man jetzt tiefsinniger werden? Wie können wir als Gesellschaft wieder mehr zueinander finden und eben diese Kooperative, wo du gesagt hast, was so wesentlich ist, mehr in diese Richtung gehen? Indem wir uns öffnen und nicht mehr Angst haben, dass wir was verlieren. Mhm. Und heuer haben wir alle miteinander Angst, dass wir was verlieren. Weil wir sagen, es geht irgendwas zu Ende. Ja. Also da heißt es einfach, mach auf und sei bereit. Ja, und was ich noch ganz interessant finde, und da wäre deine Einschätzung noch gefragt, wir haben ja im Bereich der Lebensmittelversorgung, die uns so wichtig ist, die wir im Manifest definiert haben, starke Lebensmittelpartner, also Erzeugermarken, die pionierhaft gegangen sind, die Vorbilder sind, mhm. die belächelt, bekämpft oder was immer waren. Und da ist unser Wunsch jetzt, dass dieses Wissen, das erarbeitet wird, nicht isoliert im Betrieb bleibt, sondern in der jeweiligen Branche zu fließen beginnt. Dass das echt eine Wertschöpfung hat und dass das echt was Gemeinsames wird. Ist sowas realistisch, dass ein Unternehmen, das Jahrzehnte an Vorteil erarbeitet hat durch gewisses Wissen, dass das jetzt so allgemein Wissen wird und weitergeht? Glaubst du, dass die Unternehmer, und das haben wir noch nicht zu Ende kommuniziert, dazu bereit sind? Ja, das hoffe ich. Und das glaube ich auch. Weil wenn man, sagen wir es mal, Querdenker, die Leute, die was wirklich so Vordenker, Vorpioniere waren, ein Pionier, zuerst wird er belächelt, dann wird er beneidet, dann wird er bekämpft. Und wenn er das alles überlebt hat, so wie diese Vorreiter, Pioniere, die du jetzt angesprochen hast, wenn die das alles überlebt haben, dann haben die in diesem Prozess so viel Wissen und gesammelt, Lehrgeld gezahlt und die sind dann sicherlich bereit, dass die es weitergeben, weil die, ein Pionier, ist der, der was vorbereitet fürs Neiche. Und wenn die das Wissen dann weitergeben, nämlich wieder zum Wohle aller, das ist Pionier, das ist der Archetyp des Pioniers ist der, dass er dieses Wissen, was er mitbringt, diese Idee, was er einbringt, zuerst mal voll hackeln, dass er das umsetzt und durchkämpfen, Witterkraft enorm, gell, ist das. Und dann, wenn die das jetzt weitergeben, dann werden die auch nicht mehr bekämpft oder belächelt, sondern dann werden die in ihrer Pionierkraft bestärkt und dann kann man auch sagen, schaut's, für das habe ich das gemacht. Ich habe meine Aufgabe, meinen Beitrag geleistet und da wirken solche Pioniere ansteckend. Weil was ist das Ziel von einem Pionier? Dass die anderen noch machen. Mhm. Wobei er ja unmittelbar einen Nachteil hätte, weil er ja sein Know-how nicht mehr für sich hat. Und somit, und das wäre die ganz spannende Frage. Aber das ist die spannende Frage, weil was habe ich zuerst gesagt? Mach auf, öffne dich, sei bereit und hab nimmer die Angst, dass du was verlierst. Mhm. Ganz im Gegenteil. Das ist immer meine Stärke gewesen, die ganzen letzten 13 Jahre. Ich habe Wissen weitergeben. Ich habe nie Angst gehabt, dass ich was verliere. Ganz im Gegenteil, es ist massenhaft weitergekommen, zurückgekommen. Und nur durch das Weitergeben habe ich wieder von anderen Wissen zurückgekriegt in die Workshops oder so auch. Und dann habe ich darauf wieder ganz was Neues aufbauen können. Also Wissen weitergeben ist nicht, dass du dein Know-how verlierst. Natürlich machen es da viele noch. Dann musst du aber als Pionier so stark sein und drüberstehen, weil dein Pionierauftrag ist nämlich nicht der, dass du was nicht hergibst, dass man ja keiner nachmacht, sondern damit ich was in die Gänge bringe. Und dann tue ich wieder weiter als Pionier. Und das Nächste. Und das berührt mich auch, denn das ist jetzt, wir haben vorhin ja gesprochen über eine gewisse Trägheit in der Wirtschaft und Entwicklung, wie wird die Veränderung sichtbar? Mhm. Und jetzt haben wir Branchenführer im Bereich Obst, Gemüse, Direktvermarktung, Adama Biohof, Tee, Kräuter. Und das hat ja ganz große Kraft in die Branche auch jeweils. Oder die Bäcker zum Beispiel, die ja große Herausforderungen mit Backstationen, mit Lebensmittelketten. Und wenn die wieder ursprüngliches Brot machen in Handwerk, mit feinstem Mehl und all diese Dinge, dann ist ja die Unterscheidung auch wieder da. Und das ist ja für die ganze Branche eine riesige Chance. Und ich glaube, da können wir auch über Ökonomie der Menschlichkeit auch entsprechende Geschwindigkeit dann schaffen, weil es einfach wieder so eine Aufbruchsstimmung im positiven Sinn wird, oder? Ja, natürlich. Und was man dazu sagen muss, wenn diese Bäcker, dieses Handwerk auch wieder wertvoller wird von vielen, sei es jetzt Tee machen, regional und das alles, was du jetzt angesprochen hast, Gemüseanbau, Obstkultivierung, wir müssen ja auch sagen, wir wollen ja unsere Körper auch gesund erhalten. Es ist ja auch viel gesünder.
Es trägt ja zur Gesundheit des Körpers bei. Was wollen wir denn da an, wenn wir keinen ordentlichen Körper haben? Die Basis ist auch, wir sind verantwortlich für unsere Körper. Und da können wir, auch als Österreich, können wir da sehr wohl Vorreiter sein. Mit diesem hohen Aufkommen von so vielen jungen Menschen und auch alten Betrieben, die wirklich dieses Handwerk jetzt so richtig ausfeilen und bis ins letzte Detail durchdenken, durchleben und neu beleben, das ist Gesundheit für unseren Körper. Das darf man dabei nicht vergessen. Das ist ganz was anderes, wenn jetzt ein Semmel von einer Backmischung ist oder ein Vollkornbrot von einem Bäcker nur mit Handwerk gemacht, mit Lieb gemacht, mit frischen Gewürze aus dem Garten. Das ist Leben. Das ist lebendig. Genau, Leben zu uns nehmen. Thema Wasser vielleicht noch als Ergänzung, das oft gar nicht so gesehen wird. Wie siehst du Wasser für uns? Oh, das habe ich heuer im Juni, in der Mitte des Jahres dann beschrieben. Da habe ich mich ganz intensiv mit Wasser befasst. Weil das Leben kommt immer aus dem Wasser auch irgendwo. Und es ist ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir ein gutes, klares Wasser haben. Der Mensch besteht aus sehr viel Wasser. Dass man unser Wasser, ich habe das dann sogar so weitergeben, reinigt auch gedanklich das Wasser in eurem Körper, in eure Zellen, das Zellwasser reinhalten. Ist sowas vom Wichtigsten. Gedankenhygiene ist ganz wichtig, wird wirklich sehr viel vergessen. Ich bin zwar eine, die was sehr in der Materie arbeitet, gell? Also ich brauche was zum Angreifen und alles. Aber genauso viel arbeite ich in der geistigen Welt. Und da gehört auch die Gedankenkontrolle dazu und wirklich auch Disziplin. Disziplin, dass ich mich als Mensch irgendwo jetzt da selber erziehe, tue ich im alten Schlendrian weiter oder übernehme ich Verantwortung für mich, für mein Wasser in meinem Körper, für meine Substanz und auch für das rundherum alles. Und wenn du jetzt vielleicht abschließend noch mitgibst, Gedankenhygiene. Jetzt steht jemand auf in der Früh. Wie könnte so ein Tag selbstbestimmt ablaufen? Bewusst. Bewusst ist eigentlich das kürzeste und beste Wort dafür. Ich werde wach und werde bewusst wach. Also mein Ablauf ist sehr intensiv, würde ich jetzt einmal sagen. Ich habe da meine Übungen gefunden. Ich bete, ich meditiere. Das am Morgen schon und am Tag hole ich mich immer wieder zurück. Ich versuche, alles so bewusst wie möglich zu machen. Und wenn ich merke, ich trifft ab, dann sitze ich mich nieder und schnaufe einmal durch und hole mich wieder zurück. Und wenn ich merke, Monika, da hast du jetzt einen kleinen Fehlschlag geliefert, dann sitze ich mich hin und mache auch Verzeihungs- und Vergebungsarbeit. Verzeih mir selber. Bin gerne mal mutig und sage zum Gegenüber, du, da war jetzt was nicht so, das reden wir uns aus. Ich bin ein Feind des Totschweigens. Okay. Ich bin wirklich, ich begegne den Menschen gegenüber, weil das hat was mit Wertschätzung zu tun, des Tus. Und ja, und da versuche ich den ganzen Tagesablauf wirklich so achtsam wie möglich zu leben. Und so bringe ich auch den Tag zu Ende, auch im Gebet. Ich segne die Nahrung, ich segne meinen Körper, ich segne alles. Ja. Da bist du sehr tief drinnen, aber wenn ich jetzt einmal so zu ersten Schritte vielleicht gehe, haben wir ja sehr viele Einflüsse. Wir haben Medien, wir haben Gespräche. Und wäre es vielleicht schon was, dass man darauf achtet in einem Gespräch, bringt uns das jetzt was? Ist das sinnvoll, diese ganzen Bewertungen und was auf der Welt passiert, hat das für mein Leben einen Sinn oder darf man schon auch vielleicht einmal sagen, nein, das finde ich jetzt nicht sinnvoll oder wendet sich vielleicht gewisser Menschen ab, wieder loslassen, also dass man sagt, ich schaue schon, dass ich in eine ganz konstruktive Richtung gehe und weil oft einmal, ja, das verletze ich den, wenn ich denn mit dem nicht rede und das kann man ja nicht machen und dieses Entsprechen und immer anpassen, ist die Zeit der Anpassung vielleicht vorbei? Ja, ja, die Zeit der Anpassung, finde ich, ist wirklich vorbei, die Zeit der Wahrheit ist gekommen. Nämlich zur eigenen Wahrheit zu stehen, die anzusprechen, die zu leben. Und das muss nicht verletzend sein. Aber ich glaube, desto authentischer das man ist, desto ansteckender ist man auch. Und da kann ich nur jetzt mitgeben, sei das, was du bist. Und
das den ganzen Tag lang, von der Früh bis zum Abend. Schön. Monika, danke für das gemeinsame Wirken. Danke sehr.